Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und heute gibt es ein weiteres Endspiel in Liga 3. Diesmal ist es wirklich das Endspiel, denn es ist das letzte Spiel in Liga 3. Und es geht darum, ich brauche jetzt einen Sieg, um auch den Titel in Liga 3 zu holen. Ansonsten gibt es nur den Aufstieg. Wir werden mit dem neuen Team spielen. Das ist jetzt hier noch nicht ausgewählt, sondern wir müssen das noch ändern. Nur 99 Chemie. Mhm. Oh, die sind noch gar nicht so richtig bei voller Fitness. Ist aber auch egal. Ich habe das letzte Mal hier, oder vorletzte Mal, Anweisungen eingetragen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, die sind jetzt immer noch da. Das lassen wir auch nochmal hier, das. Aber ansonsten hat das hier echt überhaupt gar nicht funktioniert. Das mache ich auf jeden Fall dann nochmal. Aber irgendwie hat das, glaube ich, mit Freiheiten und das irgendwie nicht so dolle funktioniert. Wir machen mal das wieder so und auch da habe ich einfach ausgeglichen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es daran wirklich gelegen hat. Ich muss natürlich auch so machen und auch speichern. Okay, jetzt habe ich echt gar nicht so viel verändert, von daher ist es okay. Standardschützen sind auch eingestellt. Wir suchen uns den Gegner. Ja, war das letzte Mal mit dem Team nur ein Unentschieden und das letzte, in der letzten Folge auch ein Unentschieden, aber zumindest nach einem 1:3 noch zurückgekommen und auch gute Chancen noch gehabt, das zu gewinnen. Jetzt zählt es, der Gegner im 4-4-2 zumindest leistet sein Squad so. Ja, da sieht man es auch nochmal ganz kurz. Und mal schauen, was er für ein Team hat. Er hat vorne Sturridge und er hat den Stürmer von PSV, den kenne ich nicht. Dann noch ein Holländer, ich glaube, das ist Blind von Manchester United. Depay hat er, Gerrard, Sterling, jo, Varane. Also eine ganz bunte Mischung aus holländischer Liga, Barclays Premier League, Liga BBVA. Keine überragenden Spieler, würde ich jetzt sagen. Den Stürmer von PSV, den kenne ich nicht. Oh, ein schönes Lag. Rinaldo hat er auch am Start. Oh, immer wieder schön die Lecks am Start. Ja. Tarabt, 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 tarabt. Shit. Rojo. Shaw. Also jede Menge auch Manchester United-Spieler hier. Depay. Sehr gut von Oscar, den noch rausgespielt. Die Lecks zwischendrin, die sind natürlich nicht ganz so geil, aber bis jetzt noch so noch im Rahmen. Blind, richtig. Oder Blind. Weiß ehrlich gesagt nicht. Er muss eigentlich Blind sein. Oh, der macht sehr schöne Scoop-Chance. Mal noch einen probiert. Deswegen, ja, sauber. Vielen Dank. Bin so weit ins Ausgesetzt oder so weit nach außen gemacht, dass er dann ins Auslaufen musste oder fast passiert wäre. Sehr schön von Vargas. Und jetzt in die Gasse. Oh ja, Tarabt. Oh, den rein. Nice. Sehr schön durchgespielt von Vargas auf Tarabt. Tarabt ganz, ganz knapp nicht im Abseits. Ich habe sehr lange, also das heißt, ich habe den Pass eigentlich ehrlich gesagt zu spät gespielt. Aber ich hätte jetzt auch fast kein besseres Timing hinbekommen. So hat es dann gerade noch so gepasst. Also da muss ich echt sagen, Tarabt sehr nice auch nicht ins Abseits gelaufen. Danke. Er spielt anscheinend nicht mehr mit. Ist natürlich auch doof. Jetzt ist er wieder da. Okay. Ich wollte jetzt einfach nicht so doof direkt ein Tor machen. Oben auf Vargas vielleicht? Oder ablegen? Ablegen? Nice! Tarabt. Und jetzt oben. Boah, Carvajal. Noch rausgespielt. Da oben ist er auf dem zweiten Posten. Ich hätte ihn vielleicht flanken müssen. Mit, oh, ist natürlich stark abgefangen von Luke Shaw. Aber auch eine schöne Grätsche von Fernandes. Langer Ball. Da ist mein Verteidiger. Kriegt er den auch? Nein. Aber dann, Antunes. Und jetzt, Vargas läuft aber sehr nice. Boah, stark von Varane ab. Habe ich den probiert auszumoven und Varane steht da schon seit gefühlten 30 Sekunden. Und kriegt den Ball einfach rausgespielt. So, Sterling. Jetzt sind wir unter Druck. Sehr gut von Pepe abgelaufen. Diego Alves fühlt sich genötigt, diesen Ball rauszuspielen, obwohl das überhaupt gar nicht nötig war. Ja,
Wenn er da jetzt mit Übersteiger in die Mitte gezogen wäre, ich hätte, obwohl ich es wusste, dass es möglich ist, super Probleme gehabt, den Spieler ausgewählt zu bekommen. Und ihn richtig zu positionieren. Von daher wäre das richtig nice gewesen, anstatt einfach so total überhastet aufs Tor zu schießen. Sehr gut, jetzt können wir richtig geil kontern. Und kontern heißt hier einfach mit... Oh, Vargas durchlaufen. Oh, den hab... Achtung. Elfer. Das ist ein Elfer. Das fand ich jetzt aber zu geil. Wie er aufhört zu spielen und Vargas steht nach der Grätsche einfach auf und macht seinen Angriff weiter. Sehr, sehr geile Nummer von Vargas. Natürlich doof, dass ich da dann nicht das Tor gemacht habe, aber ich fand, das war ein ziemlich klarer Elfmeter. Naja. Hat er aber. Aber sehr geil. Es muss eigentlich auch auf jeden Fall gelb geben, dafür, wie er da eingestiegen ist. Wird es vielleicht nachträglich geben. Ach, Vargas wird gestört und humpelt danach nicht mehr zum Ball. Was hast du dabei bekommen? Gerard hat einen guten Longshot, also zumindest, wenn alles beim Alten ist. Oh, jetzt können wir wieder sehr geil kontern. Mal sehen, ob... Oh, die Idee, in die Gasse da so reinzuspielen, ist nice, aber der ist auch zu gut zugelaufen worden vom Verteidiger, der Weg, oder die Gasse. So, da gibt es auch noch die gelbe Karte, die war klar. Aber sehr, sehr geile Aktion. Vargas wird krass umgesetzt und der Gegner hört auf, weil er denkt, jo, ist klares Foul. Und der Vargas steht einfach wieder auf und läuft weiter aufs Tor zu. Sieht man sehr, sehr selten. Warum macht er nicht direkt mit dem Ballkontakt die Schusstäuschung oder den Scoop-Turn? Das war leider dann ein zu viel und bin deswegen in den Gegner hineingelaufen. Oh. Also von solchen langen Einwürfen halte ich nichts, weil man einfach... Achtung, ich mache einen langen Einwurf. Achtung, hier kommt der Ball. Und man ganz genau weiß, wohin kommt. Genauso wie auch diese Schusstäuschung. Sehr schön von Fernandinho. Jetzt mal unter Druck setzen. Unter Druck setzen. Ronaldo. Nice. Abwarten in der Mitte verteidigt, um die Passwege dazu zu stellen. Und danach, der andere Verteidiger hat ihn gestellt, rausgespielt. So, dann bringt er lang rein. Boah, Diego Alves mit einer Mörderparade, oder? Sah jetzt zumindest richtig heftig aus. Ich habe irgendwie Probleme, dass die Spieler nicht wechseln. Habe ich das eigentlich... Ich muss das mal gucken. Also irgendwie muss das so sein. Ja, krass. Ich spiele überhaupt gar nicht mit meinen richtigen Einstellungen. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange. Heftig. Weil immer ist mir aufgefallen, ich muss immer Spieler wechseln bei der Ecke. Krass. Ich möchte nicht wissen, wie lange ich jetzt schon mit falschen Einstellungen spiele. Sicherlich 1 bis 2 Wochen. Starke Nummer. Gut, dass mir sowas auch nicht mehr auffällt. Total behämmert. Also ich habe gemerkt, es kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal bei der Ecke immer den Spieler mal antun muss. Kriegst du einen Ball unter Kontrolle oder geht's? Das hätte auch anders ausgehen können. Aber weil Antun ist einfach so einen springenden Ball, kriegt er nicht im Griff. Komm, Vargas, sehr viel Zeit jetzt zu überlegen, wie er diesen Ball annehmen kann. Wie er sich da gegen den Gegenspieler durchsetzen kann. Mal sehen, was passiert. Ja, Auch das wäre jetzt richtig doof mit dem Disconnect. Egal wie, Disconnect für mich, Disconnect für den Gegner wäre doof. Ja, ich habe anscheinend das Spiel jetzt gewonnen, das ist doch scheiße. Und meiner Geruhe kann ich mich gar nicht richtig freuen, das ist doch doof. Ja, geil. Meisterschaft gewonnen. Weil der Gegner rausgeflogen ist. Das ist auch scheiße. Ja, werden wir jetzt noch ein Spiel machen. Geht ja nicht anders. Ich kann ja jetzt hier nicht nach 42 Minuten aufhören. Haben schon wieder 38.000 Münzen. Und damit auch den Titel gewonnen. Ja, spielen wir nochmal mit dem Team. Ihr merkt das richtig. Ich bin richtig sauer über den Disconnect vom Gegner. Weil ich wollte gerne das Spiel ausspielen. Das ist immer echt doofes Aufzeichnen. So
würde es mich jetzt nicht so interessieren oder wir sagen, alles klar, weiter geht's. Aber das ist ja doof für euch als Zuschauer, jetzt den Höhepunkt der Saison durch einen Disconnect so früh beendet zu haben. Naja, wie ist das Tor nochmal gefallen? Ja, das war ein schöner Ball von Vargas auf Tarabt. Gut, Gegner hier mit Kaiser Chiefs Wappen, Bonnie et Clyde, also et wahrscheinlich und. Et im Lateinischen und. Ja, ich hatte ja mal Latein. Hab das auch mit meinem Latinum abgeschlossen. Kann es nur nicht, aber ich denke, so geht es 98% der Lateinschüler. So, der Gegner in einem 3-4-1-2. Das sieht man sehr, sehr selten, aber er hat einfach ein französisches Team. Natürlich gute Spieler. Die Franzosen haben dieses Jahr, finde ich, sehr starke Spieler. Gute Verteidiger mit Kochelny, Mongola, Varane, auf jeden Fall was am Start. Lacazette ist auf jeden Fall ein vernünftiger Stürmer. Griezmann, guter Spieler. Matuidi. Also, die haben schon echt ein gutes Team. Finde ich. Und wir sind jetzt in Liga 2, merke ich gerade. Jetzt müssen wir aber hier mal richtig aufbauen. Boah, hätte er mit Griezmann. Ich lasse es mal. Ah, ne, passiert nicht. Ich wollte es mal laufen lassen. Einfach in die Mitte weitergespielt. Wäre der frei gewesen und hätte ins Tor schießen können. Ich wollte es lieber mit Griezmann machen. Schöne Schusstäuschung, aber die habe ich erahnt. Pepe setzt sich auch durch. Nice. Und den machen wir einfach mal lang. Und jetzt Vargas. Überlauf ihn. Oh, gute Kopfballrückgabe. Asako hatte auch als Innenverteidiger. So ein Abwurf. Natürlich Benafar auch noch. Hat er auch noch hier auf dem Kabea. Ja, also wirklich gute Spieler. Schön von Fernandes. Nice. Erstmal viel Raum. Und jetzt hier in die Mitte. Gibt sogar jetzt einen Foul noch. Jetzt können wir mal gucken. Ich glaube, das ist der erste Standard, den ich mit dem Team habe, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer was kann. Das ist eine gute Position. Wenn der Oscar jetzt schießen kann, wäre richtig nice. Ich habe leider... Doch! Antunes! Der haut die Dinger raus. Jetzt stellt ihr aber einen auf die Linie. Vielleicht können wir einen... Oh, guck mal hier. Der zeigt Wechsel an. Warum kommt die denn nicht rausgerückt? Okay, ich schieße ihn einfach mal. Rein. Antunes läuft an. Antunes! Der war scheiße. Also ich wollte ihn auch nicht mit dem Linksfuß schießen eigentlich. Das Problem war, ich habe leider nicht so einen dollen Rechtsfuß gehabt. Gegner ist sehr dribbelstark. Trickreich stark. Bekommt leider keine guten Spieler. Ja, macht er noch eine? Wow. Er macht immer diese ganz kurzen Antipper-Antäuschungen. Die sind sehr, sehr stark, um wirklich sehr eng die Richtung zu ändern. Und jetzt auch Vargas. Nice. Der kommt vom Timing sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt ein langer Eck. Oh! Stark abgefangen. Und es gibt den Einwurf. Offensiv. Annehmen. Kontrolle bekommen. Ablegen. Ja. Oh. Da war was drin. Ah, der Gegner ist gut. Das sehe ich. Der stellt vernünftig die Räume zu. Macht sehr, sehr starke Schusstäuschung. Er wird, habe ich das Gefühl, mir einen so reinlegen, indem er meinen letzten Verteidiger mit einer Schusstäuschung austribbelt. Und jetzt auf Vargas. Der startet richtig schön durch. Come on. Nice. Der Ball wird nur abgefälscht. Ich habe schlecht gemacht, ich hätte weiter durchlaufen müssen. Oder den Ball super früh lupfen. Schöne Grätsche. Nochmal, schön nachgesetzt von Fernandes. Und jetzt wieder auf Vargas. Och. Miranda checkt da nicht, dass sein Gegenspieler losgeht und läuft da nicht mit. Das ist einfach katastrophal. Hätte super gefährlich werden können. Oh oh. Ja, auf Vargas. Manchmal werde ich einen Elfmeter bekommen. Benafar kommt ins Laufen. Den hätte ich haben müssen. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Vargas, come on! Oh! Das muss nicht sein, ne?
Er kann alles machen, aber einfach nur ein bisschen kürzer spielen und er kommt an. Er kann echt idiotensicher diesen Ball spielen und er spielt ihn so, dass er zu lang kommt. Das ist echt bitter. Das wäre halt so eine krasse Chance geworden. Das ist ein katastrophaler Ballverlust, aber er spielt auch nicht alles aus dieser Situation heraus. Glück gehabt, dass ich den Ball nicht verliere. Vargas macht echt krasse Läufe. Schade, dass er hier nicht rankommt. Ja, jetzt bekomme ich gerade einen Anruf. Ein Glück habe ich auf lautlos. Oh, Tarabt eigentlich dran, aber kriegt ihn nicht. Aber jetzt, Fernandes, ja, läuft mit. Wird wieder von denen abgenommen. Ah, oh, das nervt ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ob das vibrierende Handy. Ich mach's mal komplett stumm. So. Ich hoffe, den bekomme ich lange genug raus. Damit er den sicher annehmen kann. Ja, das sieht gut aus. Oh, muss ich nur spielen. Ja. Kann jetzt hier mitholen. Ah, nice. Und Vargas, come on. Nice. Oh, das gibt's doch nicht. Der löst sich immer so geil von seinen Gegenspielern. So krasse Laufwege in die Spitze. Aber jedes Mal der Ball zu lange. Alter, wie viele Schusstäuschen willst du in mich hineinmachen, ey? Ja, das ist jetzt die dritte. Ich finde, Vargas macht echt kranke Laufwege irgendwie. Oh, so ein Abwurf. Vom Gegner antizipiert. Und die Schuster schon gleich. Jo, das wird ein enges Spiel. Der Gegner ist, finde ich, offensiv und defensiv sehr gut ausbalanciert. Da muss da echt gerade volles Risiko gehen. Wenn ich da noch ins Tempo komme und an Mongolau vorbei, wird er nicht mehr rankommen. Verteidigung, sowas darf mir nicht passieren. Und die Schusstäuschung. Oh, schön von Miranda. Nice, Körper davor gebracht, kein Foul. Und den machen wir jetzt mal rein. Den machen wir mal rein, das gibt's doch nicht. Fuck, ich kann noch einen Schritt ruhiger gehen, Tempo rausnehmen und dann reinschießen. Och, fand ich eigentlich sehr nice gelöst. Wie ich weiß, dass er sich nach hinten wegdrehen wird. Trotzdem vorbei, Kretsche. Jo, enges Spiel, 45.00, aber ich glaube, das war echt nicht langweilig. Da war einige gute Situationen, gefährliche Situationen. Könnten beide führen. Ich glaube, 0-0 ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Dangerous Team heißt sein Verein, ja. Aber da ist was drin. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier auch nicht mit 0 Gegentoren rausgehe. No. Uiuiui. Springt's aber ganz schön gut. Sieht man. Och. Was ist denn jetzt hier los? Ja, jetzt gilt es erstmal einfach nur nicht, den Ball zu verlieren, wenn er so leckt. Alter! Ja, ficken, ey. Vielen Dank. Haben wir zumindest einen Freistoß. Das ist doch scheiße. Vor allem so aus dem Nichts. Vorher keine Probleme. Er kann einen auf die Linie stellen, ohne dass meine Leute reinlaufen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie er das macht. Ah.
Schade. Ist keine richtig krasse Chance, aber zumindest können wir mal den Torhüter prüfen. Foul. Ja. Okay, machen wir den schnell. Den wollte ich jetzt gerade auf Busufa verteilen. Der ist da sehr, sehr geil hinterlaufen. Schöne Grätsche. Kriege ich auch. Verteilen. In die Spitze. Boah, dran gewesen. Abwarten, verteidigen. Ausköpfen. Schön. Antunes. Brauchen wir viel zu lange um den Ball. Oh. Viel zu weit! Wie kann man. Wie schlecht ich gerade ja, ist aber. Jetzt. Ey, wie katastrophal schlecht ich gerade das gemacht habe, ne? Also, ist schon rekordverdächtig. Ja, ist nice, nice, nice. Den mitnehmen. Alles möglich. Ah, wie wenig ich gerade draus gemacht habe. Ja, guckt euch doch, ihr seid echt. Verteidigung in FIFA 15 ist einfach ein Witz. Sorry. Pepe sieht den 10 cm an sich vorbeilaufen. Macht nichts. Macht einfach nichts. Hier, da! Dreht sich nochmal im Kreis, weil es so viel Spaß macht. Und er kann einfach durchlaufen. Das Durchlaufen hat er wieder gut gemacht, muss man klar anerkennen. Aber das ist eine Frechheit, was die Verteidiger nicht machen. Es ist einfach echt eine Frechheit. Komm, umschalten. Meine Güte, ich habe so gute Situationen gehabt, ne? Mal so deutlich abseits. Das kann dann auch pfeifen, weil der Versuch alleine ist abseits. Kann nicht Leute. Boah, das macht er stark. Hat mich richtig nass gemacht gerade. Ist das ein Scheißpass von Oscar? Dann fang ihn wenigstens ab, meine Fresse. Stehst da zweimal im Passweg. Oh, fuck, im letzten Moment kriegt er den Ball da rausgespielt. Ansonsten wäre das so eine geile Schüsstäuschung gewesen. Schüsstäuschung. Kein Foul. Dann der oben, der Spieler ruht sich aus, verletzt sich beim Rumstehen. Das ist auch eine richtige Wonne.
Schöne Bewegung hier. Zieht in die Mitte. Sehr gut. Ach, das ist sogar noch eine Ecke. Ich habe doch den Ball überhaupt gar nicht berührt. Nee, ist keine Ecke. Ja. Oskar hat sich einfach eben gerade beim Rumstehen verletzt. Richtig heftig. Steht er einfach und dann... warte mal, ich bin verletzt. Nice, Usufa. Nice. Und jetzt Yes. Boah, krank, ey. So ein Scoop-Turn, ne? Den kannst du eigentlich nur also nicht antizipieren. Der macht nämlich gar keinen Sinn, den Scoop-Turn so zu machen. Der kriegt ihn trotzdem verteidigt. Stark. Come on, jetzt noch einen Angriff bitte. Einen Angriff. Ein Angriff. Das bietet sich auch keiner an. Scheiße, Mann. Direkt mal das erste Spiel in Liga 2 verloren. Mensch. Zu gute Chancen einfach vergeben. Das ist das Problem. Chancenverwertung in dem Spiel. Es war eine gute, richtig gute Chance, die muss ich reinmachen. Und es waren ein paar andere Semi-Chancen, die gehen nicht rein. Der Gegner macht aus, kriegt eine hundertprozentige und die nutzt er natürlich dann auch. Ja. Der, ne? So schön. Hier, angenommen, zack, zwei in Serie laufen lassen, in die Gasse reingespielt. Zucker und. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich mit der Ballannahme. Also, dass er mit seinem Außenverteidiger so eine Bewegung wegmachen wird, dass ich so frei durch bin. Aber trotzdem, auch ein Vargas darf aus ungefähr 14 Metern das Tor treffen. Macht er nicht, setzt er daneben. Was ist das für einer? Ja, der ist nicht so ganz so... Wobei, ja, auch vernünftig gemacht. Ja. Ist ein schweres Teil. Ich weiß, dass ein Chikaui den auch mal reinschießt. War sowas von verzogen. Ja, und hier, das Ding ist halt wirklich, was macht, also ich bin halt hier gerade in dem Moment stark darauf fokussiert, den Laufweg für Gignac zuzulaufen. Und schaut doch mal bitte, was Pepe macht. Es ist einfach widerlich, dieses Spiel. Bleibt stehen und schaut zu. Ich hasse das. Gut, das ist letztendlich dann auch die Entscheidung. Und so gibt es wirklich mal nach einer langen, langen Zeit mal wieder eine Niederlage. Direkt zu Beginn von Liga 2. So, das ist mal eine Ansage, ne? Aber das war offensiv nicht gut. Fliegt hier sogar auf raus. Irgendwie. Und, aha. Gibt gar nichts mehr. Oskar, wie er sich... Warum hat er sich eigentlich verletzt? Hat jetzt noch 86 Fitness. Er steht da einfach und sagt so, warte mal, ich hab einen Krampf und bleibt einfach stehen, obwohl er sich vorher nicht mal bewegt hat. Naja, daran hat es letztendlich auch nicht gelegen. Schade, aber das gehört dazu. Es war klar, dass ich auch mal wieder irgendwann ein Spiel verlieren werde. Immerhin trotzdem auch in der Folge eine Meisterschaft gewonnen und die Meisterschaft in Liga 3, nee, in Liga 2 ist ja jetzt auch noch nicht weg. Auch wenn ich jetzt mit einer Niederlage gestartet habe und das natürlich das nicht einfacher macht. Aber wie viel brauchen wir eigentlich? 21 Punkte. Ja, komm nicht mehr rein. Ich wollte euch eh nichts mehr aufzeichnen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich denke, es war ein ganz gutes Spiel, das zweite Spiel. Hochwertig und von daher soll es das gewesen sein. Upsala. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Auch nicht schlecht von ihm. Was ist denn hier los? Ja! Ist klar!